Und Action. Herzlich willkommen zu Unplugged Wohnzimmer. Ich habe heute bei mir die Jumila und sie macht Indie-Pop. Ist das korrekt? Das ist absolut korrekt. Sehr schön. Und ja, ich hatte alles auf Englisch heute vorbereitet, weil ich eigentlich erwartet hatte, da du kanadische Wurzeln hast und noch nicht so lang in Berlin bist, wo wir gleich nochmal zu dazu sprechen gleich mehr. Kommen drauf. Genau. Habe ich jetzt meine ganzen Fragen auf Englisch vorbereitet und ja, dann kommst du vorhin rein und sprichst astrein Deutsch. Warum? Wie kam es dazu? Seit wann bist du hier in Berlin? Ich bin seit ungefähr 7 Jahren in Berlin, also schon eine ganze Weile. Genauso lang wie ich. Ja, okay. Krass. Ja. Ist auch, ja, fühlt sich auch schon an wie so mein zweites Zuhause. Und ich komme ursprünglich aus Frankfurt, also da bin ich aufgewachsen, zweisprachig aufgewachsen. Ah. Mein Papa ist Kanadier, meine Familie väterlicherseits wohnt auch dort und meine Mama ist Deutsche. Das erklärt so einiges. Ja. Ich dachte, du bist einfach aus Kanada hierher und kannst jetzt dann plötzlich so gut Deutsch sprechen. Das wäre auch ziemlich cool. Aber es ist ja sehr praktisch, ja. Dass du dann beides beherrschst. Cool. Ja. Also wir können das auch gerne bilingual machen. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Wie viele kanadische Fans heute zugucken. Keine Ahnung. Wir können es auch gern zweisprechen, weil dann mache ich nochmal auf Englisch. Welcome to Unplugged Wohnzimmer. Today we have Jumila with us and she's an indie pop artist with Canadian roots and you moved to Berlin 7 years ago. Exactly. And you have also roots in Frankfurt. Yes, I was born and raised in Frankfurt. My mom is German, my dad is Canadian from the Vancouver area and I've lived in Berlin for almost 7 years and yes, I speak German quite well because I've been raised with German and English. Great, this is so cool. And here we go. And you write your songs in English. Mm-hmm. Do you also have German songs or do you think about writing German songs? Ich meine, ganz kurz auf Deutsch. Jumila schreibt ihre Songs, so was ich jetzt alles im Internet gefunden habe, auf YouTube und Spotify, alle auf Englisch. Aber ich habe sie jetzt gerade gefragt, ob sie auch auf Deutsch schon Songs geschrieben hat oder es eventuell plant. Ich habe immer bewusst auf Englisch geschrieben, weil das für mich sich irgendwie natürlicher angefühlt hat. Habe aber letztes Jahr auch ein kleines deutsches Projekt gestartet, wo wir uns ein bisschen ausprobiert haben mit deutschen Texten. Und da bin ich jetzt so ein bisschen drauf gekommen, aber muss sagen, dass ich da noch nicht so viel weitergekommen bin. Also ich versuche es immer mal wieder und finde die Idee ziemlich cool. Habe aber dann doch eher so fertige Texte auf Englisch, sag ich mal. Oh, okay, das ist spannend, exciting. Ja. Wenn du magst, gerne nochmal auf Englisch. Weil du ach, ist auch wurscht. Wir können es einfach ist gemischt auch wurscht. Ist auch wurscht. So you have a project, but you also try to write in German, but it's completely new and you're still a little bit experienced. Yeah, You trying to develop out. Your German project. Yeah. Oh, this is quite exciting, weil ich nämlich auch immer, ich kann das voll nachvollziehen, ich habe immer nur auf Englisch gesungen, bis ich dann, weil ich das auch irgendwie, es hat sich natürlicher angefühlt, es war irgendwie nie eine Frage, ich konnte mir Deutsch gar nicht vorstellen und hatte dann wegen einer Songwriting-Session auf Deutsch geschrieben und habe gemerkt, wow, das ist was ganz anderes und nochmal anders spannend. Ja, voll. Und deswegen, ich kann dir auch nur raten, das weiter zu verfolgen, weil es ist genauso spannend wie Englisch. Mhm. Ich finde, man soll einfach das machen, wo man sich nachfühlt, wo man Bock drauf hat. Ja, total. Cool. Magst du uns denn vielleicht einfach jetzt mal ein paar Songs, die du so gerade fühlst, gerne mal ein bisschen was spielen und dann quatschen wir weiter. Okay. Viel Spaß mit Jumila. Danke. If you go insane, please take me with you. The ground beneath my feet can't hold me down at all. Your heart is getting heavy with every drop you bled out.
And I was always ready to give you mouth to mouth. Oh, you got me good. Dazed and confused. Couldn't be more obsessed with you if I tried. Oh, you got me good. Daydreaming of escape. A whole lot of love. You're my perfect disgrace. The Puget Sound feeds me illusions. Do you remember the day I met you at the Half Moon Bay? I've been tired of your bullshit. Please rely on me for once. I turned you into dust you left on my windowsill, and it's hard to picture my apartment without you. With you if I tried. Oh, you got me good. Daydreaming of escape. A whole lot of love. You're my perfect disgrace. Vielen Dank. Ja, das war Got Me Good. Mega schön, Got Me Good. Ist das nicht die aktuelle? Ja, es gab noch eine danach, aber die zähle ich nicht so offiziell. Also, okay, aber es ist eine von den aktuelleren Sachen. So, die sind, glaube ich, auch auf Spotify. Genau, ne? Ja, die ist aufgenommen. Und genau, kann man sich voll anhören. Schön. Dankeschön. So harmonisch und voll beruhigend. Echt krass. Ja, soll ich dich gleich mit einer Frage löchern? Oder ja, voll gern. Genau, du spielst Gitarre, Klavier und singst mega schön. Danke. Hast du das alles dir selber beigebracht oder hattest du früh Unterricht? Hast du früh begonnen? Erzähl mal ein bisschen. Ich hatte mit 9 Jahren Gitarrenunterricht. Habe so ganz klassisch Konzertgitarre gelernt. War auf einer Musikschule, in einer Musikklasse, und da musste man auch ein Instrument spielen. Und dann habe ich eben mit der Gitarre angefangen. Und man sollte entweder im Orchester oder im Chor sein. Und dann habe ich angefangen mit der Gitarre im Orchester und habe gemerkt, boah, irgendwie ist es nicht so meins. Krass. Okay. Und habe dann aber mit der Gitarre trotzdem weitergemacht. Mhm. Aber dann, also da war ich dann irgendwie so 12, bin ich weg von dem Unterricht und habe mir einfach die Songs geschnappt, die ich gerne gehört habe, wie, keine Ahnung, Zombie von den Cranberries und irgendwas das, von... Was ich halt genau, so, wo ich irgendwie Lust hatte, das zu hören und zu singen, und dann habe ich mir selbst Akkorde beigebracht und von da aus ja, so ein bisschen selbst meinen Weg gefunden und bin dann auch eher in den Chor gegangen. Krass, aber zahlt sich ja total aus. Ich kann es so nachvollziehen. Ich hatte auch früh mit, man beginnt mit irgendeinem klassischen Unterricht, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr auf das Ganze mit Noten lesen und so strikt üben und will irgendwie sich selber ausprobieren. Ja. Das war bei mir mit Klavier genauso. Ja. Cool. Super spannend. Ja, und es kommt ja heute mega zugute. Ich meine, hat sich ausgezahlt. Wie kamst du dann zum Klavier? Das habe ich dann einfach mir überlegt, so als weitere Begleitung für meine Songs, dass es eigentlich ziemlich cool wäre, da so ein bisschen einzusteigen. Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr Beginner-Level. Aber autodidaktisch. Ja, genau. Wow.
Also ich, das find ich krass. Kann ja. Noten lesen und habe ein gutes Gefühl so für die Akkorde, aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich irgendwo mich hinsetzen kann und improvisieren könnte. Das heißt trotzdem, du bist so ein mega Naturtalent einfach. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, für Musik, aber sehr cool. Ich will jetzt nicht sagen, dass es technisch alles mega gut ist. Was ich auch gar nicht so wichtig finde, wenn das Gefühl stimmt, und das hört man, das stimmt bei dir, die Leidenschaft, das kommt total rüber. Gesanglich war dann so gesehen der Chor dein Gesangsunterricht? Ja, also da habe ich viel, viel gesungen, unterschiedliche Sachen gesungen, also auch von Klassik über Pop, Jazz, alles Mögliche. Und habe dann auch in meinem Abitur eine Musikgesangsprüfung gemacht und so leading up to that, also so in der Vorbereitung auf diese Prüfung, habe ich dann auch Gesangsunterricht genommen. Aber das war dann auch das einzige Mal. Wow. Okay. Nimm es mir aber immer mal wieder vor, weil es, glaube ich, ziemlich hilfreich ist. Das stimmt, also das immer wieder aufzufrischen, weil man hat zwar so die Basic, aber man wird immer wieder so ein bisschen schlampiger. Ja. Und es ist nicht mehr so aktuell im Gedächtnis. Ja, also total. Ab und zu mal ein bisschen auffrischen ist gut, aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie klingt, als wäre das jetzt bei dir voll nötig. Also es klingt so, als hättest du wirklich professionell Gesang. Ich dachte erst, du hast vielleicht studiert Gesang. Aha. Das hätte ich jetzt erst getippt. Das ist auch cool. Nee, aber auch cool. Hast du dann was studiert? Irgendwas anderes? Oder ich habe was studiert, aber was ganz anderes. Ich habe Psychologie studiert. Das ist so krass, wie oft es diese Kombi gibt. Ja? Und ich habe selbst drüber nachgedacht. Ich wollte immer Psychologie studieren, habe mich mit meinem NC aber nicht getraut, weil du brauchst irgendwie 1, keine Ahnung. Und ich hatte halt 2,3 und dachte mir so, oh Gott, ich traue mich gar nicht. Ja. Wie lange soll ich da auf der Warteliste sein? Und ich finde es toll für alle, die das gemacht haben. Ja. Mega. Also du hast abgeschlossen und krass, Respekt. Aber arbeitest du dann auch jetzt als Psychologin nebenbei? Jein. Okay, also ich steige jetzt mal nicht tiefer ein. Ich lasse es jetzt mal offen, wenn du darauf zurückkommen möchtest. Aber ich finde das super spannend und ist interessant, wie das irgendwie zusammenhängt. Also, ja, ich finde auch. Weil ich weiß nicht, wer hier war. War es Vera? Marie Feiler. Ja, genau, Marie kenne ich auch, genau. Genau, sie war auch schon hier und hat sich mir mit Fragen löchern lassen. Ich glaube, da war es auch so spannend. Ja, stimmt. Cool. Ja, dann kommen wir doch gleich mal nochmal zu deinen Songs. Du schreibst, ich habe das gefunden im Internet, Songs about Honesty and Introspection, was so viel bedeutet wie, du schreibst ehrliche Songs, wo es auch um Selbstbetrachtung geht. Mhm. Wie sind so deine Themen? Hast du da irgendwie einen Song, wo du sagst, hey, das ist so ein beispielhafter Song für, wo ich meine Musik sehe? Also wenn du jetzt da thementechnisch irgendwie für Menschen, die jetzt deine Musik noch nicht kennen, wo du sagst, das ist so mein Song, der es so auf den Punkt bringt. Ja. Ich könnte das gar nicht so in Themen kategorisieren, sondern also ich schreibe über Dinge, die mich bewegen und meistens beinhaltet es irgendwie etwas, was ich gesehen, erlebt oder sowas, über etwas gesprochen habe mit jemandem. Und es sind oft zwischenmenschliche Geschichten, Beziehungen, aber auch familiäre Themen. Ich könnte jetzt gar nicht so einen Song konkret rauspicken, glaube ich. Musst du auch gar nicht. Es hätte jetzt zufällig sein können, aber ich finde das, wenn du jetzt einen Song sagst, wo ich total, wo emotionsmäßig mich total geflasht hat, welchen Song würdest du dann wählen, wo du sagst, das Thema hat mich jetzt durch eine Geschichte von einer Freundin oder mit wem auch immer du da, wo du inspiriert worden bist, der dich jetzt total bewegt hat, die Geschichte? Oder einfach einen Song, wo du sagst, der ist sehr emotional für dich. Ja. Ich kann ihn gerne mal spielen. Ich kann da gar nicht so viel drüber sagen. Das musst du gar nicht. Aber du hast anscheinend gleich einen im Kopf. Ja, ich habe einen im Kopf und der heißt Philadelphia. Oha, mega Titel. Und es geht aber gar nicht um die Stadt oder sowas oder um Frischkäse, sondern... Metaphorisch. Es ist metaphorisch, aber es ist auch... Philadelphia ist ein griechisches Wort und das heißt brüderliche Liebe. Ja. Oh, das wusste ich nicht. Das habe ich auch per Zufall erfahren. Ja. Und ich war so, oh cool, ich mag das irgendwie. Wow, ja, wieder was gelernt. Ich bin super gespannt. Ja. Dann Jumila mit Philadelphia. Ja. Snow-covered mountain tops, tingly feeling in my chest,
First night in Palm City, feeling pretty sad. Soft skin smoothing against my neck. I'm meeting you on the plaza. The air smells like sugar candy. And the olive tree in your backyard. I'm taking the bus up where you live. And I packed your bags 1,000 times in my head. But we can't go through with it. Home is not a place, it's just a memory. Your past, it speaks to me. Philadelphia, I love you, brother. Philadelphia, I love you, brother. Foreign people eating out. Your breath forms words in my mouth. The air smells like sugar candy. And the olive tree in your backyard. I'm taking the bus up where you live. And I packed your bags 1,000 times in my head. But we can't go through with it. Home is not a place, it's just a memory. Your past, it speaks to me. Philadelphia, I love you, brother. Philadelphia, Philadelphia, I love you. Ein mega schöner Song. Ich finde dein Songwriting echt, also ich finde, es hat voll Hitpotenzial. Danke. Richtig krass. Ich habe die Frage zwar gar nicht auf dem Zettel, aber... Ja. Hast du dir, also kommt es einfach so aus dir raus oder hast du irgendwie einen Songwriting-Workshop mal besucht? Woher kannst du das? Einfach wieder Naturtalent oder wann hast du angefangen zu erkennen, dass du das drauf hast? Oh. Also erstmal danke. Sehr gerne, ich sage nur die Wahrheit. Also für mich ist das wirklich, also wenn man sich, glaube ich, viel mit Songwriting beschäftigt, dann finde ich es immer total... Cool. Ja, sehr, sehr geil. Das ist cool, weil ich habe eigentlich keine Ahnung von Songwriting. Also ich weiß nicht, was technisch erforderlich ist. Ich mache es wirklich sehr intuitiv. Ja, vollkommen richtig. Ja. Okay. Ja, also finde ich. man kann es lernen, aber man kann es auch einfach raushauen, so wie jetzt gerade. Ja, also ich habe, natürlich hat man so seine Vorbilder und sowas. Ne? Also ich höre gerne Musik von Personen, die auch sehr bildhaft beschreiben. Also das gefällt mir total gut. Und
das habe ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen angeeignet, dass ich gerne eine Situation, ein Bild kreiere, was man sich einfach gut vorstellen kann. Und ansonsten muss es aber auch einfach hier rauskommen und wirklich was bei mir berühren. Also ich habe das dann auch oft, dass ich Sachen schreibe und merke, das Wort, das sagt es zwar aus, aber es löst kein Gefühl mehr aus, sondern es ist wahrscheinlich das falsche Wort. Genau. Oder einfach zu kitschig, wo man sich denkt, das könnte jeder jetzt da hinschreiben. Also, und dass man genau. anfängt zu gucken, was toucht einen da mehr. Ja. Krass. Ja. Ja, spannend. Aber da sind wir uns echt vom Songwriting her, ich liebe das auch, so Bilder zu kreieren. Deswegen hat mich auch voll erwischt jetzt so, wo ich sage, wow, also richtig toll. Mhm. Wie ist es bei dir gewesen? Wie lange gibt es dein, ich sag jetzt mal, Projekt als Jumila jetzt? Weil ich habe jetzt auf YouTube, ich habe ein bisschen gestöbert und dein erstes YouTube-Video war 2010, glaube ich. Ja. Vor 12 Jahren, ja, genau. Hattest du da schon überlegt, ich will eigene Songs schreiben? Hast du da schon eigene Songs geschrieben? Weil es war ein Cover, glaube ich, was ich da gefunden habe. Wann hast du gesagt, ich habe eigene Songs und ich will damit jetzt raus und will die teilen und geh jetzt als Jumila, zeige ich mich der Welt. Wann war so der Punkt und was hat diesen Punkt ausgelöst? Also, ich glaube, das war sogar um diesen Zeitraum herum. Irgendwie so, also ich bin 2010 für eine Weile nach Kanada gegangen und habe dort bei meiner Family gelebt und bin da zur Schule gegangen. Und ich glaube, kurz vorher, also so 2009 vielleicht, habe ich angefangen, auch Videos zu machen, die sind vielleicht nicht sichtbar, aber sie sind da. Vielleicht kommt das ein oder andere doch noch zur Sichtbarkeit, also auf YouTube abonnieren, genau, man weiß nicht. Und ich habe schon sehr früh angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben, also da, genau, so um den Dreh und habe die dann auch hochgestellt und so durch diesen Auslandsaufenthalt hat sich das dann auch nochmal verstärkt, weil dann habe ich gemerkt, ah okay, das ist voll der gute Output für mich. Also ich kann auch in der Entfernung zu meinen Freunden, zu meiner Familie über YouTube auch mich ausdrücken und sozusagen Coversongs und meine eigenen Songs aufnehmen und das denen übermitteln. Krass, das war eigentlich dann so der Punkt, wo du gesagt hast, durch die Entfernung, durch dieses, manchmal ist es ja, wenn man ein bisschen raustritt aus der ganzen Sache, merkt man, was ist eigentlich einem wichtig. Ja. Und wenn das die Entfernung ausgelöst hat, dann ist ja YouTube eine mega gute Plattform. Ja, das war in den Anfängen noch gewesen. Genau, und das war auch zu dem Zeitpunkt so die Plattform. Also alle waren auf YouTube und haben ihr Leben gefilmt. So. Stimmt, stimmt. Ich glaube, mein erstes Video mit der Band damals war, glaube ich, 2010 auch. Ja. Krass. Jetzt, wo du es sagst, die gibt es allerdings auch nicht mehr. Ich finde den nicht mehr. YouTube kann auch Sachen aufessen. Ja, krass. Und dann, wann hast du dich dann Jumila genannt? War das von Anfang an so? Nee. Der YouTube-Channel, den ich jetzt immer noch betreibe, der hieß am Anfang anders. Und das war ein ganz toller Name, nämlich Joanna Rocks. Yep. Oh mein Gott, brillant. So habe ich, hab ich mich genannt. Nee, irgendwann fand ich es einfach nur peinlich. Okay. So wie das mit so Namen ist zwischen, boah, ist der cool und brillant zu so. Peinlich. Ich habe es auch ganz komisch geschrieben. Ich habe es irgendwie, weil offensichtlich gab es schon irgendwas mit Joanna Rocks und ich habe das dann so, wie man Joanna auf Deutsch schreiben würde, mit D-S-C-H, Joanna R-O-X oder sowas. Das ist doch noch richtig geil für die Suche. Richtig gut für die Suche und richtig gut, während man in der Schule ist und dann Leute ein bisschen lächerlich machen, vielleicht auch mit so einem Namen und einen dann so auf dem Schulflur so, Joanna Rocks. Ich so, und wo ist der Erdbogen, der mich jetzt verschluckt? Aber es grenzte noch nicht an Mobbing, es war nur so ein bisschen unangenehm. Ja, genau, so in dem Alter, so 13, 14, dann ist ja sowieso immer alles peinlich, aber... Oh Gott, ich hatte auch nur peinliche Bandnamen. Ja, das, glaube ich, gehört auch dazu, da muss man einfach durch. Ja. Und 2016 habe ich dann, da war ich noch in Frankfurt, also so wirklich kurz bevor ich nach Berlin gegangen bin in dem Jahr, da wurde ich für so ein komisches Magazin interviewt. Ich sage jetzt komisch, das ist bestimmt nicht komisch, sondern so ein Frankfurter Magazin, Mein Feeling. Kann man sich bestimmt auch noch irgendwo durchlesen. Cool. Und das war ziemlich cool. Mhm. Da wurde ich so porträtiert. Wow. Und dann dachte ich mir, dafür brauche ich jetzt schon einen Namen. Und
irgendwie in dem Zeitraum, da habe ich dann auch mehrere Live-Auftritte gehabt und so. Und dann dachte ich so, ich brauche eigentlich einen Künstlernamen, weil ich wollte schon noch so eine Trennung zwischen meiner Psychologie-studierenden Persona und meiner Auftrittsperson. Voll bei dir. Du willst nicht so genannt werden auf der Bühne, wie du in der Grundschule, wenn du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, mit dem Namen angesprochen werden, so ab in die Ecke, so in dem Stil. Das will man auf der Bühne nicht sein. Genau. Das will man weit weg von sich haben. Irgendwie. Kann ich voll verstehen. Ja, und dann war das der Name und der klingt ganz gut. Krass. Ja, der klingt mega gut. Vor allem, es passt super gut zu dir. Ja. Und das Ding ist halt auch, wenn man jetzt Joanna Rocks nimmt, dann erwartet man auch irgendwie Rockmusik. Ja. So ein bisschen, ne? So krass. Und ich meinte es natürlich eher so Rocks im Sinne von, ist halt ziemlich cool. Ja, ja, klar. Aber es ist faszinierend, was Menschen in deinen Namen reininterpretieren, ohne dass du dir vorher Gedanken gemacht hast. Du denkst so, oh, ist cool. Und dann so, ach, ist das deswegen? Nein. Ja, ja. Deswegen, ja, cool. Das heißt, du hast dich dann so gefunden und bist seitdem, 2016 hattest du jetzt gesagt, genau. Seitdem bist du mit deinem... Mit dem Namen, dem Projekt unterwegs, genau. Cool. Ja. Sehr schön. Ja. Alle Fragen mehr als toll beantwortet. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass das so, du hast ja wirklich zu jedem Moment so einen krassen, so einen krassen Moment einfach, wo sich dann echt, ich glaube, das sollte alles so sein und heute bist du hier. Alle Wege führen ins Unplugged-Wohnzimmer. Genau. Ich würde sagen, wir hören einfach noch einen Song von dir. Magst du kurz sagen, wie der heißt und um was es geht? Okidoki. Was spiele ich denn? Okay. Lass dir Zeit, wir haben endlos, bis die Kameras den Geist aufgeben, bis die Speicher voll sind. Ich mache was anderes. Erzähl auch gerne. Ja, ich erzähle was dazu. Sehr gerne. Ich erzähle gerne. Das ist sehr, sehr von Vorteil hier. Das mache ich. Da macht ihr mal keine Sorgen. Ja, bei mir auch nicht. Ich liebe auch reden. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Okay. Der Song, den ich jetzt spielen werde, heißt Caught Me First. Und es geht um eine Welle, die ich nicht gekriegt habe, die mich gekriegt hat. Und es geht sozusagen um Surfen. Aber ich kann überhaupt gar nicht surfen. Also ich bin wirklich... Und ich saß aber am Strand und habe was beobachtet und war generell so ein bisschen am Reflektieren. Und offensichtlich war ich nicht in Deutschland, sondern ich war weit weg so und hatte einen Moment, um ein bisschen nachzudenken. Und dabei ist dieses Lied entstanden, Caught Me First. Das ist auch wieder eher eine Metapher. Und der geht so. Mega schön, ich bin gespannt. Watching the water reaching the shore. The sky is forever until you come home. Your skin is baking in the sun. Who am I to argue with? We can't seem to have fun. Your eyes are distant like the moon. And I know I'm happy, but I just can't feel it. This landscape can't change my point of view. Tried to catch the wave, but it caught me first. This man is an island. When you touch him, it hurts.
I'm taking a nap in the space where you used to lay. Between your sheets and the picture on the wall that I know from before, I'm buying a thousand secrets, could not begin to tell. A million shadows on the sand, I left you at the station in the dew. I know I'm happy, but I just can't feel it. This landscape can change my point of view. I tried to catch the wave, but it caught me first. This man is an island. When you touch him, it hurts. But I can't let you go. No, I can't let you go. And I don't wanna know. No, I don't wanna know. Watermelon dripping in the sand. Your breezy ocean noise make me shiver inside. Salty lips on my skin. The air is thin around us. And I know I'm happy, but I just can't feel it. This landscape can change my point of view. Tried to catch the wave, but it caught me first. Tried to catch the wave, but it caught me first. Mega, ich finde den Gedanken ja so geil. man sagt ja immer, ja, und du musst die Welle erwischen und mit der Welle und auf die Welle aufspringen und ne, go with the flow und den Ganzen. Yeah. Aber das ist echt so interessant, dass du anders mal, was machst du denn, wenn sie dich zuerst erwischt? Bevor du überhaupt, also ich finde das echt, ich stehe total auf solche, auf solche Gedanken. Ist echt auch ein super schöner Song. Und oh, danke schön. Krass, auch diese, man kann es so nachempfinden, dieses, man weiß so, also so weil ich es jetzt verstanden habe, man weiß, man ist eigentlich glücklich, aber hat irgendwie keinen Zugriff auf diese Gefühle. Mhm. Das sind auch so meine Themen immer so. Und ja, das finde ich auch krass, weil du schreibst auch unfassbar ehrlich und authentisch, ja, und machst auch gar keinen Kopf, was du da raushaust, so gefühlt, sondern du machst es halt einfach. Ja. Und das finde ich super mutig. Danke. Also echt cool. Mich hat es jetzt noch so interessiert, ich habe ein bisschen reingehört bei dir und es klingt alles sehr schön, auch teilweise akustisch aufgenommen, aber auch produziert. Yeah. Wie produzierst du, wo produzierst du? Hast du so Dinge, wo du sagst, hey, da gehe ich immer wieder hin oder habe meinen festen Produzenten? Also wenn du darauf antworten magst. Ja, also ich habe mich 2021 so angefangen, damit auseinanderzusetzen. Mit Produzieren? Genau. Also dachte erst, ich kann das alles komplett alleine, habe dann festgestellt, nee, ich kann einiges, aber es gibt auch ExpertInnen auf dem Gebiet und es ist völlig in Ordnung, Dinge dann auch mal abzugeben. Mhm. Und habe mich dann so durchprobiert und also die Songs, die jetzt online sind, sind nicht nur von einer Person produziert, sondern das ist unterschiedlich. Du bist da offen. Ich bin offen und habe einen, mit dem ich auch gerade an dem Song tatsächlich arbeite.
Und ja, probiere mich da einfach weiterhin aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch da offen zu sein und sich inspirieren zu lassen auch und zu gucken, ja, wie ist denn eigentlich mein Sound so. Sehe ich ganz genauso, vor allem man weiß ja nie, was passiert. Ne? Manchmal trifft man auf jemanden, wo man sagt, hey, plötzlich entsteht dann eine Magie, wo man nie erwartet hätte. Ja. Deswegen bin ich da auch immer sehr offen und kann das gut nachvollziehen. Das heißt, der kommt bald, dass man ihn irgendwo anhören kann. An dieser Stelle folgt Shamila auf Instagram. Ich gehe mal davon aus, dass du da Bescheid geben wirst, wenn was Neues auf jeden ansteht. Fall, genau. Und folgt mir auf Spotify, da werdet ihr auch sofort informiert. Überall, genau. Du hast du hast einen Link auf Insta auch, wo man überall hinkommt. Ja. Das finde ich immer auch ganz praktisch und YouTube und so weiter. Ja. Ja. Cool. Das heißt, es geht bei dir in Single-Release oder denkst du gerade in EP-Album? Hast du ein paar Geheimnisse, die du hier verraten möchtest? Es wird wahrscheinlich auf eine EP hinauslaufen. Es fällt mir sehr schwer, einen Song nicht einfach sofort rauszuhauen, weil ich, wenn man dann so lange daran gearbeitet hat und so lange darauf saß irgendwie und den dann so toll findet, dann will man den am liebsten sofort raushauen und teilen. Aber ich versuche, mich ein bisschen in Geduld zu üben und jetzt auch mal, nachdem ich so die letzten 2 Jahre immer nach Release so singlemäßig rausgehauen habe, auch mal ein kleines Konzept zu überlegen, was könnte gut zusammenpassen und irgendwie so 4, 5 Songs dann gesammelt zu veröffentlichen. So der Plan. Es gibt noch keinen offiziellen Zeitplan dafür, also stay tuned. Finde ich voll gut, weil man muss, die Dinge entwickeln sich so auch von selber, nach Gefühl und es lohnt sich auf jeden Fall geduldig zu sein. Ich war da wie du, Hauptsache raus und so und dann den Rest kann man ja dann überlegen. Ja. Aber es ist tatsächlich auch schöner, das so als Gesamtkunstwerk irgendwie stimmig so zu überlegen. Ich bin gerade beim ähnlichen Thema, können wir gerne später noch ein bisschen quatschen. Aber ich fühle es gerade voll und Geduld ist tatsächlich, Geduld und Durchhaltevermögen ist so wichtig. Ja. Das sind so die zwei Sachen, wo man nicht genug üben kann. Ja, das gut, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt einen Song, der auch released ist. Und zwar heißt der Grow. Grow, wachsen. Es geht so ums innerliche Wachsen, nachdem eine Beziehung endet. Und der Song ist aufgenommen mit ganz viel Streichinstrumenten und so weiter. Also es hört sich ziemlich imposant an. Ich mache das jetzt auf einem minimalistische Art und Weise. Hoffe, es gefällt euch trotzdem. Voll schön. Ja. The way you look that day, the sun in your eyes and on the river bank, everyone was outside, and I knew I wanted them to see us. I wanted them to believe. And you know what it's like to go when you said nothing at all, and you don't want to control your thoughts and your feelings. Deep inside, you know that it's not right to go. Don't you wanna be everything I see? I can't stop you from loving her, and I don't want to. I can't stop you from it all, and I don't want to, but I do, and I don't, and I do. Oh, oh, the air was still when we met. Our bodies felt warm, your hands wrapped around my neck, and I felt a raging storm in my heart. I wanted them to see us. I wanted them
to believe. But you know what it's like to go. When you've said nothing at all and you don't want to control your thoughts and your feelings, deep inside you know that it's not right to go. Don't you wanna be everything I see? I can't stop you from loving her, and I don't want to. I can't stop you from it all, and I don't want to, but I do, and I don't, and I do. Oh, oh, cause if you know, you know, and you can go or grow from it like a tree. Spread your roots and let it burn all of the earth, all of the earth. Let them have it all. Vielen Dank. Magst du gleich noch einen spielen? Yes. Oder wollen wir kurz quatschen und du spielst einen zum Ausklang? Ich mache es so, vielleicht ist auch gut. Ja? Ja, dann machst du, dann lassen wir es ganz schön ausfaden, ja, über einen letzten Song. Vielleicht okay, passt da ja zum Thema. Jetzt kommt so ein bisschen die, ich sage jetzt nicht seriöse Frage, aber die, wo es ein bisschen tiefgründiger noch wird, als wir eh schon waren. Okay. Ich habe auf deiner Linktree-Seite, die ich über Instagram verfolgt habe, ganz unten eine Button-Möglichkeit gefunden. Da steht, she is the music. Dann habe ich mir das mal genauer angeguckt und finde es total toll, weil da geht es tatsächlich um das Thema Frauen in der Musikbranche. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Magst du ein bisschen was über diese Organisation erzählen und was da gemacht wird? Weil ich kannte es tatsächlich nicht, betrifft mich genauso und ich fand das auch persönlich mega spannend, was da los ist und wie du dazu kamst. Ja, voll gerne. Also ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich auf der Bühne irgendwo stand, wenn ich bei Open Stages war, dass ich eine der wenigen Frauen war, die dort gespielt haben, die dort auf der Bühne standen. Meistens sehr männerdominiert auch das Thema Hosten von solchen Events, also ne, die Person, die dann auf der Bühne steht und das moderiert, auch meistens Männer. Und gerade wenn es dann darum geht, Personen zu finden, die vielleicht auch deine Songs produzieren können und Tontechnik und so weiter machen, super schwierig, da Frauen zu finden. Ist mir aufgefallen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich möchte da einen Fokus drauf legen. Ich möchte mehr Frauen dort repräsentiert sehen. Es ist ja auch einfach so auf einem größeren Level, so wenn du die Festivals anschaust, wenn du die Personen anschaust, die wirklich dann auf der Bühne stehen, das Verhältnis ist extrem krass, wie wenige Frauen tatsächlich dort repräsentiert sind. Und warum ich es dort verlinkt hatte, war tatsächlich, weil über Instagram so eine Art Diskussion auch gestartet hat und ich habe mich dann da viel für eingesetzt, habe oft Artikel gepostet, habe Grafiken gezeigt und einfach ein bisschen versucht, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Jetzt nicht so auf Druck, sondern eher so, hey, habt ihr das schon mal gehört oder gesehen? Es gibt Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, die das auswertet und schaut, wie sind da die prozentualen Anteile. Und genau, habe das dann daraufhin einfach mit aufgenommen, großen Fokus drauf gelegt. Finde ich voll gut. Und es sind immer noch so wenige Frauen in der Musikbranche, obwohl ich das Gefühl hatte, es sind schon so viel mehr geworden, die sich auch trauen. Ich weiß noch damals, ich war bei einem Radiosender schon, oh Gott, das ist bestimmt
6 Jahre her oder so. Ja. Und da hieß es noch, Mensch, toll, dass ihr als Frauen hier seid, weil es trauen sich die meisten Frauen noch nicht mal, sich zu bewerben oder geschweige denn dahin zu gehen. Und ich dachte mir so damals, ah, okay, habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Mhm. Und bis heute hat sich das nicht wirklich krass verändert. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du da nochmal aufmerksam machst. Und das auch verbreitest. Und ich werde mir diesen Link auch irgendwie gucken, dass ich vielleicht auf die Homepage oder so mitnehme, weil es ist ein ganz, ganz tolles Thema. Genau. Und hattest du dann schon mal so irgendwie ein Treffen? Also trifft man sich da auch? Oder hast du einfach mal den Link mit auf die Homepage gehauen? Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil das habe ich versucht dann daraus zu initiieren. Es lief leider während der Pandemie. Das heißt, wir haben uns dann nicht wirklich getroffen. Ja. Aber ich habe auch eine Playlist ins Leben gerufen auf Spotify. Da kann ich dann auch direkt mal deine Musik hinzufügen. So Dank. Die weibliche Musikszene aus Berlin auch vertreten ist. Ja. Und versucht da immer wieder neue Sachen aufzunehmen, das ein bisschen zu pushen. Und genau in diesem Rahmen habe ich dann auch mal eine Umfrage gestartet über Instagram. Hey, von den Frauen, die hier jetzt da vertreten sind, habt ihr Bock, euch mal zu treffen? Und alle waren so, ja, voll gerne, nach der Pandemie. Ja, also jetzt ist eigentlich mal der Moment, dass wir mal alle langsam geht's wieder los. Was starten. Sehr und schön. Uns also vernetzen. Ich bin bei, du kannst mich jederzeit fragen, anschreiben. Ich finde sowas super. Sehr es gibt gern. Ja auch schon so Reihen, die sich wirklich auf Frauen fokussieren. Also bei in der Wabe war jetzt der Weltfrauentag, wo es echt wirklich spannend war, wie viele tolle weibliche Acts da hier auf der Bühne sich versammeln und warum das nicht eigentlich öfter so oder wenigstens 50-50 irgendwie. Ja, warum ist es nicht bei jeder Open Stage, bei jedem Ding einfach 50-50? Genau, oder sagen wir wenigstens irgendwie so ein gewisser Anteil. Aber ich glaube... Ich glaube, man findet die Frauen. Ja. Auf jeden Fall, die sind da. Ja. Und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben würde, dann könnte man die auch auf die Bühnen bringen. So viele krasse weibliche Künstlerinnen, der Hammer. Es gibt auch diese Reihe, ich glaube, Femme Concert heißen die. Genau, die finde ich auch ganz, ganz toll. Also auch auf Instagram. Und solche Sachen sind doch super. Ja, das ist total einfach toll. Mehr davon. Ja, hier, Unplugged Wohnzimmer macht ganz, ganz viel auch weibliche Acts hier unterstützt. Schön. Und es kommt tatsächlich hier mehr weibliche Acts als männliche her. Sehr cool. Soweit ich das jetzt grob einschätze. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde, wir sollten auch mal wirklich ein komplettes Festival machen für Frauen. Ja. Das wäre doch cool. Ich moderiere, gefragt ist, sehr, sehr gerne. Ich finde, das wäre eine tolle Idee. Ja. Ja, gerade jetzt, wo es wieder möglich ist. Ja. Cool. Super. Also mega, dass du heute auch wieder hier bist als Vertreterin der weiblichen Künstlerinnen. Und, danke für die Einladung. Da bedanken wir uns bei Unplugged Wohnzimmer. Ich freue mich, dass ich moderieren darf. Und hast du... Ja, also ich bin schon, glaube ich, zu sehr, ich bin schon zu tief integriert, zu oft hier. Irgendwann wächst man da, ist man einfach drin. Ja. Hast du einen Song, also es wäre jetzt wahrscheinlich ein Zufall, der irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, wo du sagst, oh, da geht es um irgendwie ein Thema, was irgendwie so richtig weiblich angehaucht ist oder wo es sogar um eine Mädchen geht, um eine Frau geht? Das ist jetzt richtig mies. Ich weiß, ich habe gesagt, ich stelle ab und zu miese Fragen, wo du sagen darfst, ciao, wir können das auch rausschneiden. Oder wo du sagst, das ist so auch ein sehr autobiografischer Song, wo du sagst, hey, da habe ich so, wo es so ein Thema ist, wo andere Frauen vielleicht auch Probleme haben oder sich identifizieren können. Tatsächlich nichts allzu frauenspezifisches, was mir jetzt gerade so einfällt. Also ich habe einen Song, den ich gerne spielen würde. Der ist sehr autobiografisch. Also definitiv geht um eine kleine Szene in meinem Leben. Und zwar heißt der September Lover. Ja. Und überraschenderweise geht es um einen Lover im September. Quelle Surprise. Quelle Surprise. Oui. September, ja genau, ist mein Geburtstagsmonat. Ich liebe September. Jetzt haben wir wieder was erfahren. Genau. An welchem Tag darf man dir auf Geburtstag, Geburtstag gratulieren? Am 23. Instagram? 23. September auf Instagram gratulieren, vergessen. Ich würde sagen, ich mache dann schon mal gleich die Abmoderation und überlasse dir die Bühne ganz alleine. Schön, dass ihr dabei wart bei Jumila und sie spielt jetzt noch einen Song, komplett autobiografisch und ich sage nur Bühne frei. Toll, dass du hier warst und ich kann es kaum erwarten, was alles in Zukunft kommt. Jumila für euch. Vielen Dank.
take me all the way. Don't you know that I'm capable of it? You believed in my show, and I believed every word you said. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go past the border control. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go everywhere with you. Take me by surprise. You know that I love it when you do. And the first kiss came right after dark. The music was loud, and the people wore black clothes. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go past the border control. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go everywhere with you. Don't you hear them coming right in front of you? I can hear the crescendo. I feel it all over me, rushing over me, over me. It's rushing through my body, over me, over me. It's rushing through my body. September lover, you've gone so fast. I can see you now as a different man. You opened up my heart and you let it there, right there. You let it there, right there. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go past the border control. I wanted to go up to the shore with you. I wanted to go everywhere with you. Everywhere with you.